In life, only two things matter, love and food. Das ist sozusagen ihr Lebensmotto, wenn ich das richtig verstanden habe. Ist Liebe und Essen jetzt tatsächlich das Wichtigste im Leben? Also für mich oder für die Gruppe von Menschen, mit denen ich umgebe, definitiv, wahrscheinlich auch in der Reihenfolge, deswegen haben wir es dann auch so gewählt. Das Zitat ist mir irgendwann einmal untergeschlupft, ich denke vor 15 Jahren oder so. Einstein hat ein ähnliches Zitat gehabt, nicht genau das gleiche. Und nachdem Einstein sehr viele Zitate hat, die ihm immer wieder gequotet werden, haben wir gedacht, okay, das nehme ich mal von ihm und mutiere es. Aber es zeigt auch sehr schön, worauf es bei uns drauf ankommt. Ich bin ja Gastwirt, Geborener, bin aufgewachsen und habe so diesen Hospitality-Gen in mir und will auch ganze Zeit, wenn Leute zu Hause sind oder wo wir sind, dieses Bewirten, für jemanden da zu sein. Und für jemanden da zu sein, ist halt nicht nur das perfekte Essen zu servieren, sondern das Essen mit Liebe. Zelebrieren. Zelebrieren, das Genießen und auch drin aufzugehen. Und für uns war das dann immer schon eine Klammer. Ist natürlich schwierig in der vollen Konsequenz umzusetzen. Aber wenn du dich wirklich, zumindest ich, mich für zwei Dinge entscheiden muss, die mich ein Leben lang begleiten, dann nehme ich die Liebe und das Essen. Und auch die Kombination, die Liebe zum Essen. Ich glaube, das ist ja damit auch drinnen verpackt, dass es nicht nur Liebe und Essen, sondern auch die Liebe zum Essen ist. Ich habe auch noch einen anderen Quote, den ich immer wieder verwende, dass ich sage, ich mache Geschäft eigentlich nur mit Menschen, mit denen ich auf Urlaub fahren würde. Weil wir verbringen so viel Zeit miteinander, man muss sich einfach mögen. Da kommt auch wieder dieses Love and Food durch. Wenn ich meinen Franchise-Partner nicht mag als Person, dann werde ich beim ersten Mal, wo es ein Problem gibt, und es wird in jeder Beziehung, jeder Business-Beziehung ein Problem geben, wird das eskalieren. Und deswegen hatte ich damals auch für mich relativ egoistisch gesagt, wenn ich den Typen nicht mag oder wenn das nicht funktioniert, dann ist das auch kein guter Partner. Die Konsequenz daraus ist, dass alle Franchise-Partner und alle Mitarbeiter auch meine Freunde waren, die waren auf meinen Geburtstagsfeiern eingeladen etc. Und sich dann daraus einen Cut zu machen, das war schon sehr einschneidend. Man soll ja eigentlich mit Freunden keine Geschäfte machen. Ich mache nur mit Freunden Geschäften. Ob das gut ist oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, aber ich mache nur mit Freunden Geschäften. Also merke, Mario Bauer arbeitet kontradiktorisch. Ja? Also er das heißt aber nicht, dass es das gut ist. Mit, ne? Also, bisher waren sie ja erfolgreich. Und es hat zumindest Spaß gemacht. Ne? Und normalerweise soll man ja auch aufhören, wenn es am schönsten ist und nicht, wie in Ihrem Fall, wenn es gar nicht mehr so schön ist. Ich glaube, ich habe gerade noch so, ich glaube, wenn ich noch ein halbes Jahr geblieben wäre, wäre ich zugrunde gegangen. Also ich glaube, ich habe schon noch einen Punkt geschafft, wo ich mich in den Spiegel schauen konnte, wie ich gegangen bin. Und ich bin auch ohne Groll gegangen. Es war auch für mich wichtig. Ich bin da rausgegangen. Ich war stolz darauf, was wir aufgebaut haben und habe mich dann anders orientiert und bin ja jetzt wieder zurück. Genau, zurück ist ein gutes Stichwort. Also jetzt seit, ich glaube, 4. Juni, ne? Am 4. Juni wurde gesigned oder war das tatsächlich? Gesigned hat dann ein bisschen gedauert bis zum Closing, aber okay, gut. Im Sommer, einiges also, auf den Sommer. Okay. Mit 5, 6, 7 starken Partnern, alles Freunde, wie ich vermute. Mhm. Ja. Teilweise auch alte Bekannte, unter anderem auch Gregor Gerlach, der wieder dabei ist. Ich habe gelesen, es geht Ihnen darum, die emotional partnerschaftliche Unternehmenskultur wieder zu fördern bei Vapiano. Was bedeutet das für Sie? Ich habe dann, wie Sie gesagt haben, ein paar meiner Mentoren angerufen. Das war mir ganz wichtig. Das sind Systemgastronomen, das sind Leute, die das Business verstehen. Das sind keine klassischen Investoren. Das sind die Gründer von Pret a Manger oder von Amrest. Die haben zigtausende Restaurants selbst aufgebaut und verstehen, was das heißt. Und dann haben wir gesagt, unter welchen Bedingungen machen wir das, um auf Ihre Frage zurückzukommen. Und all meine Investoren sind sehr value-driven, wie das so schön heißt. Das heißt, Vision des Unternehmens, Values des Unternehmens stehen first. Also Pret a Manger ist eine tolle Brand, aber auch Amrest ist ein wunderschönes Unternehmen. Und wir haben uns dann gesagt, okay, wenn wir das machen, A, glauben wir, es geht nur mit Franchise-Partnern wieder. Also wir trauen uns einfach nicht zu, weltweit ein Netzwerk zu führen. Wir wollen uns auf die Länder konzentrieren, wo wir uns auskennen und wollen das andere wieder führen zu lassen mit Franchise-Partnern. Und das geht halt nur, wenn du emotional und partnerschaftlich vorgehst. Und umso verstärkt in einer Krise wie jetzt, weil jetzt,
muss man einfach noch näher zusammenrücken. Wir wissen, es ist immer noch nicht aus, wie man hier sieht. Wir sitzen hier mit 1,5 Metern, wir rennen mit Masken herum. Jeden Tag wird in irgendeinem Land, wo es ein Vapiano gibt, irgendeine neue Gesetzes- oder Regulation eingeführt, wie man sich zu benehmen hat mit diesem Virus. Und das funktioniert halt nur mit Vertrauen, mit partnerschaftlichem Anspruch und langfristig. Weil kurzfristig wird niemand von uns, weder der Franchise-Geber noch der Franchise-Nehmer, irgendwo Geld verdienen. Das heißt, es funktioniert jetzt nur, wenn man sagt, okay, lass uns durch diese Krise gemeinsam gehen, Vertrauen aufzubauen und dann gestärkt aus der Krise mit deutlich weniger Partnern, muss man auch fairerweise sagen, mit deutlich weniger Restaurants, aber dafür gestärkt wieder rauszugehen. Ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber ich hab ja ein bisschen nachgelesen und bin da auf einen erstaunlichen Satz gestoßen, den man aus dem Mund eines Unternehmers nicht so häufig hört, nämlich den, es ginge Ihnen und Ihren Partnern bei Vapiano nicht darum, Wachstumsprozente steigen zu sehen, sondern die Gäste glücklich zu machen. Passt das zusammen? Ist das ein Widerspruch oder ist das jetzt auch was ganz Neues, dass wir jetzt nach Corona nicht mehr wegen Geld arbeiten, sondern nur noch fürs Glück? Naja, der Rückschluss ist ja, ich glaube, die Gäste waren am Schluss ja nicht mehr glücklich. Also ich glaube, viele hier in diesem Raum oder viele draußen waren ja zu Beginn irrsinnige Vapiano-Fans und viele von denen haben wir einfach verloren oder haben eine andere Gästeschicht angesprochen. Aber die ursprüngliche Gästeschicht auch, die einen gewissen Qualitätsanspruch hat, die das Lifestyle mitzelebriert, der das Design schätzt, Die ursprünglichen Hardcore-Fans, die haben wir sicherlich verloren, gerade in Deutschland, aber auch in Österreich oder in anderen Kernländern. Und ich glaube, die Marke kann man nur wieder stärken, um die zurückzubringen. Dass man Ende des Tages damit Geld verdienen muss, um Mieten zu zahlen, um Mitarbeiter zu zahlen, um die Shareholder glücklich zu machen, ist klar. Aber ich glaube, der große Unterschied ist, wir waren halt ein quarterly-driven Reporting-Business, das public war. Und da ging es wirklich nicht mehr darum, um Gäste glücklich zu machen, sondern ging es nur darum, um irgendeine Story wieder im nächsten Quartal zu erzählen. Und ich glaube, der Ansatz ist zu sagen, zuerst, ich glaube, der Quote müsste eher heißen, zuerst müssen wir die Gäste glücklich machen, nur wenn wir die wieder zurückbekommen, weil jetzt umso mehr, die sitzen zu Hause, du hast Homeoffice, du hast Delivery, du hast zig Möglichkeiten, warum sollst du jetzt wieder, unter Anführungszeichen, in den Vapiano reingehen? Und das geht nicht nur über Essen, davon bin ich felsenfest überzeugt, sondern einfach zu sagen, ich habe jetzt eine tolle Pasta und die kostet 8,50 € oder so, das ist zu wenig. Wir müssen auch wieder spüren, dass der Mitarbeiter, der im unmittelbaren Gästekontakt bei uns steht, der kocht, der entertaint, dass man den auch wieder hat. Das heißt, Mitarbeiter glücklich zu machen, Gäste glücklich zu machen. Und ich glaube, dann kommt der Erfolg, der schon mal da war. Das Unternehmen hat ja mal richtig viel Geld verdient. Das kommt dann schon wieder. Vielleicht hat man sich auch zu schnell an Erfolg gewöhnt und hat dann nachgelassen bei genau dem Punkt, der ja am schwierigsten eigentlich ist. Ja? Also das gilt ja für jede Branche. Ich nehme meine eigene dabei mal gar nicht aus. Nämlich die Frage, was wollen eigentlich wirklich die Gäste, was wollen die Kunden, sich da rein zu versetzen und zu sagen, was ist eigentlich das Bedürfnis desjenigen, dessen Geld ich verdienen will? Wie wollen sie das hinkriegen? Es sind ja zwei Dinge passiert am Markt. Das eine ist, natürlich haben wir nachgelassen. Das andere muss man aber auch super fairerweise sagen, es gibt viel mehr professionelle und regional professionelle Mitbewerber. Wie wir begonnen haben, waren wir das Liebkind, weil da war auch relativ wenig Alternative in der Systemgastronomie draußen, außer die klassischen Fastfood-Konzepte. Die haben aufgeholt. Die lokale Gastronomie hat aufgeholt. Es gibt zig mehr Ketten oder zig mehr Systemgastronomie. Das heißt, einerseits hat der Gast deutlich mehr Wahlmöglichkeiten. Das ist das Erste. Zweitens, der Gast ist sicherlich über die letzten 20 Jahre deutlich anspruchsvoller geworden. Und das ist gut so. Und drittens haben wir unsere Führungsrolle nicht verteidigt. Wir haben halt in der Halbzeit geführt, 2-0. Und das passiert ja auch im Fußball. Wenn du dann das Spiel nicht zu Ende spielst, dann passiert halt in der zweiten Halbzeit. Brauchen Sie mir als Hannoveraner nicht zu sagen. Ja. und diese Fehler, ich glaube, jetzt müssen wir wieder aufholen, zu sagen, für was sind wir gestanden? Sind das noch die richtigen Werte? Muss man die adaptieren? Wie schaut die Guest Journey aus? Das ist so also ein schönes Wort. Die Guest Journey waren ja mal alle glücklich, eine Karte zu bekommen, sich anzustellen. Ich glaube, die neue Guest Journey kann nicht mehr so ausschauen. Die Leute vermissen, das haben wir auch immer in den Kritiken gelesen, das gemeinsame Essen.
Das war der größte Kritikpunkt bei Vapiano, ist nicht das Anstellen, lustigerweise, sondern das nicht gemeinsam essen. Wir gehen zu zweit rein, sie sagen, ich will da Salat, ich sage, ich will eine Pizza. Wir stellen uns an und wir sehen uns dann irgendwann, wenn wir Glück haben, nach 15 Minuten am Tisch. Und diese Dinge muss man angehen. Leider ist jetzt nicht die Zeit, also das nächste Jahr nicht die Zeit, das anzugehen, weil jetzt müssen wir mal mit dem Virus und mit den Auswirkungen des Virus kämpfen und ganz pragmatisch zu sagen, okay, let's survive. Aber wenn dann die Normalität, wie auch immer die ausschaut, die neue Normalität zurückkommt, dann muss sicherlich Gastjourney und Gasterlebnis gravierend geändert werden. Vielleicht auch, indem man neue Trends oder jetzt schon gar nicht mehr so ganz neue Trends aufnimmt, wie zum Beispiel Bio-Lebensmittel, vegetarische Lebensmittel, vielleicht sogar vegan, haben wir eben gerade schon drüber gesprochen. Also vegetarisch, das Gute an der italienischen Küche ist ja, die ist ja mal im Grundsatz sehr vegetarisch geprägt. Das liegt auch durch das Lifestyle der Italiener. Die Proteine, die man drauf gibt, sind ja in meisten Gerichten eher dekorativ oder eher zum Upgraden. Das hilft uns. Auch vegan ist bei uns einfacher wie in anderen Konzepten und wir haben auch lustigerweise mitten im Tumult unseres Bankrotts und Kauf einen Award gewonnen als die beste vegane Pizzakette in Deutschland, für die wir uns nicht beworben haben. Also wir haben das Offering. Nichtsdestotrotz ist das noch immer eine Nische, eine wachsende Nische, die wir auch bedienen können und wollen, aber du musst doch den normalen Essenden glücklich machen und nicht nur den Vegetarier und den Veganer. Und zu dem Bio-Thema, ich habe ein anderes Projekt mit dem Ketchup, wo ich 100% Bio bin, aber ich weiß auch, was das kostet und ich weiß auch, wie schwierig es ist, den Preis dem Endkunden weiterzugeben, weil da steht auch oft die Forderung im Raum, ich will jetzt Bio haben, aber wenn sie dann wirklich jeden fragen, kaufst du wirklich alle deine Lebensmittel Bio ein? Und sagt der Gast, nein, kaufe ich nicht, weil die Tomate kostet zweimal so viel oder dreimal so viel. Die Konsequenz wäre eine irrsinnige Preiserhöhung. Also ich glaube, wir müssen nachhaltig einkaufen, müssen regional einkaufen, nachvollziehbar einkaufen. Ob wir uns als Fast Casual Unternehmen, das sich auch stark mit Value for Money positioniert und wirklich einen Average Check gerade in Deutschland von unter 10 Euro halten müssen, ob wir es uns gemeinsam mit dem Gast leisten können, auf Bio umzustellen, das sehe ich eher nicht. Ich sehe es in manchen Bereichen, aber ein voll Bio-zertifiziertes Vapiano ist wahrscheinlich mit dieser Masse an Essen, die wir rausgeben, leider nicht finanzierbar. Also Sie machen sich ja sehr viel Gedanken drum und ich drücke Ihnen auch die Daumen, dass das alles so klappt, wie Sie sich das vorstellen. Ich glaube daran, ehrlich gesagt. Die Frage, die sich mir jetzt gerade noch stellt, ist, wir haben ja eigentlich das Thema auch Innenstädte und Gastronomie in den Innenstädten und so. Sie haben gesagt, die Innenstädte brauchen mehr Spirit. Vielleicht gehen wir mal in dieses Thema rüber. Was verstehen Sie unter mehr Spirit für die Innenstädte? Also welchen Rat können Sie jetzt den Bürgermeistern dieser schönen Republik geben? Das ist halt jetzt noch schwieriger wie vorher. Wir hatten ja vorher schon das Problem der Innenstädte vor Corona. Das ist jetzt wahrscheinlich doch noch verstärkt, weil sie zwei wesentliche Faktoren der Innenstädte im Moment angeschlagen sind. Das eine sind die Touristen, sowohl nationale Touristen, sowohl wie Business-Touristen und auch internationale Touristen. Das zweite sind die White Collar, also Office, das definitiv im Moment auf Homeoffice ist, das aber auch wahrscheinlich in Zukunft teilweise nicht gesamt auf Homeoffice steht. Das heißt, es geht auch hier nur mit einem Miteinander, aber es ist total schade zu sehen. Also ich reise jetzt trotzdem noch viel, trotz Corona, weil ich muss ja meine Länder besuchen. Und wenn Sie jetzt durch Innenstädte gehen, wenn Sie jetzt durch Paris gehen oder durch London, dann sind selbst diese Städte leer. Sie haben keinen Stau im Moment in London. Die City ist leer. Das wird relativ schwierig, das gemeinsam zu heben. Ich glaube, es geht nur mit einem guten Miteinander zu sagen, man hat viele regionale Konzepte. Also ich spreche jetzt auch gegen uns, weil wir sind in den meisten Ländern ja ein internationales Konzept und kein regionales. Das, was jetzt noch nachhaltig da sind, sind Local Heroes, die auch pragmatisch einen Weg finden, mit der Krise umzugehen. Aber Local Heroes, die jetzt nicht ein Restaurant haben, ich glaube, die erwischt jetzt auch relativ schnell, sondern die eine gute regionale Kette haben, gutes regionales Angebot
und das aufgefüttert durch gesunde Konzepte. Das Problem war halt, dass alles überhitzt war. Wir haben als Gastronomen relativ viel Geld verdient, dadurch konnten wir relativ hohe Mieten zahlen. Und dadurch war auch diese ganze Bubble aufgespielt. Und am Schluss waren wir relativ entspannt, weil wir Piana, wir haben Mietverträge bekommen, die wir am Anfang unserer Karriere nie unterschrieben hätten, die wir dann locker unterschrieben haben, weil wir uns zugetraut haben, 3 Millionen, 4 Millionen im Objekt zu machen. Jetzt in der Krise wird sich das alles wieder ändern. Wir werden auf kleinere Flächen gehen, so wie andere auch, denke ich mal. Die Erreichbarkeit, wir haben kurz in der Pause darüber gesprochen, für Click and Collect ist relativ wichtig. Wir glauben, wir als Verpianer glauben, dass wir 30% unseres Umsatzes online machen. Und wenn Sie 30% Ihres Umsatzes online machen, dann muss das irgendwer abholen. Und dann braucht er Zutritt zu den Geschäften, Anfahrmöglichkeiten, Parkplätze etc. Das spricht natürlich auch relativ wenig für wirklich zentrale Lagen. Ich glaube, da müssen wir alle hier im Raum, aber auch draußen die Köpfe zusammenstecken, wie wir das gemeinsam neu definieren. Aber im Moment ist es echt teilweise schade, weil selbst in der netten Gegend in Amsterdam, wo ich lebe, da war eine total gesunde lokale Einkaufsstraße, meine Haus- und Hof-Einkaufsstraße, Hallemerdijk. Und wenn ich jetzt durchgehe, habe ich so gefühlt 30-40% Leerflächen. Und das macht das Durchgehen durch die Straße ja nicht mehr sexy, sondern macht sie noch unattraktiver. Also wir sprechen ja davon, dass unter anderem die Online-Konkurrenz dem Einzelhandel das Ding gar ausgemacht hat und auch weitermacht. Und auch das, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen, Sterben der Innenstädte darauf zurückzuführen ist, dass der Einzelhandel zurückgeht und wir weniger Bewegung in den Städten haben. Die Gastronomie ist ein bisschen im Vordringen begriffen. Aber es ist natürlich so, Sie haben selber irgendwann mal gesagt, Sie wollen keinen Einheitsbrei in der Innenstadt. Ich sage es mal provokativ. Ist nicht Systemgastronomie auch irgendwie so ein bisschen Einheitsbrei, selbst wenn er 100%. Lokal ist? 100%. Ich glaube, die Zukunft, die sind schon vor Jahren gesagt. Ich glaube, früher war ja so, da hat Pizza Hut oder McDonald's oder Starbucks ein Design gehabt und das wurde rausmultipliziert und das war überall gleich und das Angebot war überall gleich. Wenn Sie jetzt genau schauen, selbst die großen Ketten wie McDonald's und Starbucks, aber auch kleinere Player wie Shake Shack oder so, die schauen einfach auf jedem Standort auch anders aus. Die haben ein regional adaptiertes Angebot, die haben regionale Architekten, das Erscheinungsbild ist angepasst. Ich glaube, die Ketten der Zukunft, und das muss auch unsere Richtung sein, schauen nicht überall gleich aus, sondern integrieren sich viel stärker in das Lokale. Und für mich war es wirklich, wie ich so viel gereist bin oder wie ich so viel reise und du gehst in eine Innenstadt, in eine deutsche Innenstadt oder in eine internationale und vergisst kurz, wo du bist und spazierst die Hauptstraße, die Retailstraße durch, die 1A-Lagen, du kannst oft nicht sagen, in welcher Stadt du bist. Weil du hast die üblichen Verdächtigen und das finde ich persönlich schade. Und ich glaube auch, das war mit ein Grund, warum das nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt brechen Shoppingcenter das auf. Shoppingcenter versuchen 20-30% regional auszustatten, damit es wirklich ein für den regionalen Gast zugeschnittenes Angebot gibt. Und da müssen wir alle mitmachen. Und zu Ihrem Online-Thema, ich glaube auch für uns als Restaurant, wenn wir nur Food liefern, dann haben wir natürlich relativ wenig Grund oder geben relativ Grund, wenn Sie zu Hause sitzen am Samstagnachmittag oder am Samstagabend und wir liefern nur eine Pizza ab, warum sollten Sie sich anziehen, ins Auto steigen und zu uns fahren? Dann bestellen Sie online und online sind wir vielleicht nicht der First Choice, weil wir zu teuer sind oder was auch immer. Sie müssen dann mehr bieten wie Essen, das heißt Aufenthaltsqualität, Hospitality, Love and Food und auch das Miteinander, weil wir uns dann trotzdem Ende des Tages, nachdem wir 10-mal zu Hause schon unsere Pizza alleine gegessen haben, irgendwann wirst du dich dann wieder rausbewegen, wirst Menschen sehen, wirst eine Interaktion haben, wirst jemanden kennenlernen. Aber dafür musst du dann auch das Ambiente in deinem Restaurant haben, damit du das ermöglichst. Also wir sind alle sehr, sehr gespannt darauf, ob das mit Vapiano umgesetzt wird, das alles, was Sie uns hier bekundet haben. Ich hatte ja am Anfang gesagt, Mario Bauer ist Erfolgsmensch und will jetzt nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Sie haben das eben selber eben schon erwähnt. Wir haben hier diese kleinen süßen Ketchup-Flaschen. Das ist ein kleines Hobby von Ihnen, nehme ich mal an, ne? Oder ist es? Ja, mittlerweile ist es kein Hobby. Nein, es war
es war mein Leben zwischen Vapiano, es ist immer noch ein großer Teil meines Lebens. Ich bin irgendwann bei meinen Reisen darüber gestolpert, dass es einfach kein gutes Ketchup gibt. Es gab überall nur eine große Marke, die ich jetzt hier nicht nenne, aber die jeder kennt, die voll von Tomatenkonzentrat ist und Zucker. Und ich habe mir dann gedacht, ich will eigentlich in der Toskana Ketchup kochen. Das war so ein Traum und habe dann eine kleine Ketchup-Produktion am Anfang aufgebaut. Also die Marke heißt Curtis Brothers, stand auch überall bei euch am Lunchbuffet, ist auch morgen noch da. Könnt ihr auch mitnehmen, ist genug da. Und haben dann gesagt, okay, wir machen mal Ketchup anders. Das war am Anfang wirklich ein Hobby. Mittlerweile ist das, also wir haben dieses Jahr 150 Tonnen gekocht. Wir sind nach Amerika zurückgegangen, das ist eine amerikanische Marke, haben eine amerikanische Firma, mittlerweile 20 Mitarbeitern, tolle Investoren, teilweise dieselben wie bei Vapiano, und versuche im Moment beides irgendwie zu jonglieren. Ich kann und will mich im Moment nicht entscheiden. Das ist auch meine Persönlichkeit, also ich mache im Moment beides. Sicherlich im Moment mehr Vapiano, weil das auch gefordert ist. Aber ich bin übernächste Woche wieder in Italien, weil wir die große Produktion für nächstes Jahr machen. Kann man sich so richtig vorstellen, ne? Wie Herr Bauer da so steht und es geht, geht Gott sei Dank nicht mehr so, aber wir sind 8 Brothers und immer 2 von uns sind bei der Produktion vor Ort. Wir machen QM, wir machen Qualität. Also keine Sisters dabei. Bitte? Keine Sisters dabei. Wir haben als Gesellschafter keine Sisters. Meine Geschäftsführung ist eine Sister, aber die Gründer sind alles Brothers. Wir müssen jetzt noch ein Geheimnis aufklären oder eine Frage aufklären, die Sie sich alle schon gestellt haben. Wer ist das? Wollen Sie es selber erklären? Ja, das war ein Projekt, ich weiß nicht, wie lange wir noch Zeit haben, ich muss das irgendwie timen. Ich mache mal eine. Gar keine Zeit mehr, eine Minute noch. Okay. Aber ich habe auch noch Fragen, vielleicht gibt es auch noch Fragen. Eine 2-Minuten-Story, die längere ist online auf meiner Website. Ich bin irgendwann einmal über einen österreichischen Bergsteiger gestolpert, der heißt Andi Holzer. Und der hat als blinder Bergsteiger alle 5000er bestiegen. Und der hat dann in einer Dialog mit mir, habe ich ihn gefragt, ob er nie Angst hat. Und er hat mir dann gesagt, oh, er hat Riesenangst gehabt, wie ein Kind war. Hat er jedes Mal, wenn er eine Tür geöffnet hat, hat er die Angst, dort reinzugehen, weil er wusste nicht, was da drinnen ist, ob dort Geister sind oder irgendwelche Dinge, die ihn verletzen können. Er war ein 6-jähriger blinder Bub in Österreich. Und dann hat ihm sein Vater irgendwann gesagt, er hat gesagt, ich weiß nicht, warum du immer glaubst, dass hinter der Tür nur böse Dinge lauern. Es könnte auch ein Raum voller Teddybären sein. There could be a room full of Teddybears. Und das hat mich irgendwie so fasziniert und das war vor 10 Jahren. Dann haben wir halt begonnen, mit den Mitarbeitern diese Teddybär-Kultur zu machen, die im Endeffekt nichts anderes aussagt, dass du jedes Mal in deinem Kopf, wenn du eine Schwelle überschreitest, wenn du einen neuen Job angehst, wenn du über Piano kaufst, wenn du irgendwas tust, was crazy ist, dass du nicht nur oder eine neue Frau heiratest. Oder eine neue Frau heiratest, dass du nicht nur siehst, was schief gehen kann, was Schlechtes hinter der Tür ist, sondern dass dort ein Raum voller Teddybären sein kann. Und aus dem heraus kam einerseits meine Teddybär-Philosophie, der Teddybär is everywhere. Ich habe gerade einen 3 Meter großen Teddybären anfertigen lassen, der kommt jetzt vor mein Hausboot in Amsterdam. Ich verschenke pro Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Teddybären. Ich habe eine Charity-Organisation, habe 2 Bücher verkauft die letzten 2 Jahre. 2 habe ich da, die kriegt irgendjemand von euch. Die haben insgesamt 30.000 Euro eingesammelt für Kinderhospiz. Und das ist so A, meine Lebensphilosophie, dieses positive Denken und so mein Charity-Arm. Und außerdem ist es relativ nett, mit so Teddybären herumzureisen und immer dabei zu haben zum Knuddeln. Allerletzte Frage, die habe ich mir wirklich ernsthaft gestellt, weil Sie wissen, als wir das Vorgespräch führen wollten, hatte ich ja angeboten, nach Amsterdam zu kommen, weil ich eh da war. Mario Bauer wohnt auf einem Hausboot, demnächst sogar auf 2, wenn die Kinder kommen, ne? Habe ich das richtig verstanden? Wir versuchen das Leben. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie findet man sie? Haben Hausboote eigentlich Hausnummern? Ja, die haben Hausnummern, ist aber richtiger Stress. Also für Uber und Amazon und Konsorten ist das echt ein Stress. Ja, die haben Hausnummern. Ich wollte immer auf einem Hausboot leben. Ich bin so Pseudoromantiker. Ich habe in Paris im Montmartre gelebt, weil ich das so romantisch fand. Das war dann Ende des Tages nicht so romantisch, aber es klingt romantisch. Und so ein Hausboot in Amsterdam ist richtig romantisch. Es ist genauso, wie Sie sich das vorstellen.
Das funktioniert wahrscheinlich nicht, wenn man dort 365 Nächte schläft, aber das tue ich ja nicht. Ja, 60 nur. Und jetzt durch Corona, jetzt war ich das erste Mal mal länger ein Stück zu Hause, dann habe ich mir so ein kleines Beiboot gekauft, mit dem bin ich dann herumgecruised und habe von, ich muss mich bewegen oder rauskommen. Aber es ist eine tolle Stadt, es ist ein tolles Lebensgefühl und ist super vernetzt, ganz nah zu Deutschland und ist meine Heimat seit 3 Jahren und es bleibt so. Und wo gibt es die besten Spaghetti in Amsterdam? Bei Vapiano oder noch? Ich bin ja ein Befürworter, ich kaufe immer alles regional ein. Wir haben wirklich einen kleinen Italiener so um die Ecke, wo mein Hausboot angelegt ist und das ist mein Hafen, weil ich brauche so wirklich das ganz Persönliche. Und ich glaube auch, und deswegen werden wir Systemgastronomen den kleinen Gastronomen um die Ecke nie wirklich schaden, weil wenn der einen guten Job macht und die Familie macht das, dann haben die immer eine Existenzberechtigung. Und für mich selbst, wenn ich unterwegs bin, wenn ich wo in der Innenstadt bin, dann gehe ich gern zu Systemgastronomen, wenn es schnell gehen muss. Wenn ich aber wirklich zu Hause sein will, dann gehe ich in meiner Neighborhood zu meinen 5, 6 Lieblingsrestaurants, da ist auch ein Italiener dabei. Ich habe mich echt gefreut, wie das Lockdown dann zu Ende war und kann mich erinnern, das erste Mal dann wieder in ein Restaurant zu gehen, ist auch wieder was Schönes. Bewirtet zu werden, andere Leute zu treffen, zu plaudern. Ja, vielen, vielen Dank. Also ganz spannend fand ich das jetzt, auch den Danke. Schluss. Die kleine Werbung für die kleine Gastronomie. Auf jeden Fall. Wir drücken Ihnen ganz dolle die Daumen, dass das alles so klappt mit Vapiano und mit Ihren weiteren Plänen und Vorhaben und Danke. Ideen. Da sprudelt es ja geradezu. Und ja, vielleicht sehen wir uns eines Tages wieder in Amsterdam. Ich bin öfter mal oder da. Oder in Hannover. Oder in Hannover, genau. Ich weiß auch, wo man bunte Sakkos kauft in Amsterdam. Da tauschen wir uns gleich auch noch drüber aus. Ich habe auch welche. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich hoffe, es hat Ihnen so ein bisschen Spaß gemacht. Sie haben ein bisschen was von Mario Bauer erfahren, ein bisschen über die Innenstädte, über die Entwicklung der Gastronomie in den nächsten Jahrzehnten und ja, wenn es Fragen gibt, wir sind beide noch da. Danke.